Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Holzhausen zusammen mit Guten und Arktik. Hallo. Hallo. Ja, möchtest du jetzt heute noch anfangen zu fahren, oder? Ja, aber ich lasse es roh eingeklappt. Einfach aus Prinzip, oder was? Damit er lernt, ja. Ja, dann nehme ich mir einen Bürrer. Besser ist das. Kannst du schon mal ein bisschen das Rapsstroh einsammeln. Und den Bürrer genau, nimmst du dir auch einfach aus Prinzip, oder? Genau, aus Prinzip nehme ich mir einen Bürrer. Damit ich lerne wahrscheinlich, ne? Genau, damit Dennis daraus lernt. Ja. Oh. Kannst du so am Ende der Folge, kannst du mal vorbeischauen, dann könnte der Tank eventuell voll sein. Ja, genau. Jetzt mal gucken, wie es hier auf Patch 1.2 läuft, ne? Ja. Also bis jetzt habe ich keine Probleme. Ja, neuer Patch rausgekommen. Ja, und ab morgen auch ein neues DLC, beziehungsweise für die Zuschauer ab letzter Woche ein DLC. Ob man das DLC jetzt unbedingt haben muss, ist so ein anderes Thema. Halte ne? ich für unrealistisch, diese Aussage. Also, nein, es ist absolut ja. nicht. Also, ich bin absolut gerade dafür, mir das selber zu kaufen, aber ich kann es keinem empfehlen, weil ich bin jemand, ich habe selbst für den LS9 damals schon nach Hakenliftkipper-Mods gesucht und keiner hat mir bis jetzt so wirklich gut gefallen, was ich gesehen habe. Und weil ich die Dinge eigentlich relativ geil finde, werde ich mir das wohl kaufen. Aber dann, ja, damit schauen. Niemand mit dir spielen kann. Genau, wahrscheinlich probiere ich sie dann eh nur einmal aus. Also es ist schon sinnlos. Ja. Soll ich nochmal Raps sehen oder möchte jemand die Fruchtsorte umstellen? Also, such dir einfach eine andere Sämaschine, da steht ich bestimmt finde, was anderes drauf. Du solltest dir einfach eine andere Tastatur suchen. Ja, das Problem ist, die andere Sämaschine steht in dem Kabuff und das kann ich nicht öffnen, weil das auch auf O gelegt ist. Hast du nicht ist. Irgendwo noch eine gute alte PS2-Tastatur? Ich könnte auch eine USB-Tastatur nehmen, so ist es nicht. Ich habe nur USB-Slots frei. Na, ich meine nur so einen, weißt du, so einen alten grauen Schinken. Ja, den habe ich in der Tat momentan noch vor mir liegen. Ah, okay. Weil die sind eigentlich unverwüstlich. Ja, aber er hat es trotzdem geschafft. Ja, er ist auch er. Wobei, ich müsste noch irgendwo einen anderen alten grauen Klotz rumliegen haben, aber ich glaube, der war auch schon leicht defekt, deswegen habe ich, glaube ich, auch auf den hier geswitcht. Ich weiß gar nicht mehr so Wie genau. schafft man es, dass die Dinger auch nur leicht defekt sind? Und leicht verdreckt kriegt man hin, das stimmt schon, aber leicht defekt? Ja, wenn Flüssigkeiten an... Also wenn der Dreck flüssig ist, dann geht das schon mal. Ja. Sprich, du musst zunächst den Winkel beim Spaß haben anpassen. Genau. Ja, damit das direkt in den Mund geht. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Boah, ich hab so die übelste Knoblauchfahne. Gute Überleitung. Wobei, das wäre nicht so schlimm, dass die kleinen Schwimmer, die würden dann ja wieder nach oben und dann quasi, die würden sich dann schon in den Rand der Tastatur irgendwie... Die bahnen sich schon ihren Ausweg, meinst du? Genau. Die wissen schon, wo es lang geht. Ich erlebe jetzt gleich eine Premiere. Möchtest du eigentlich mal abfeuern hier? Warum erlebst du eine Premiere? Weil ich mir gedacht habe, okay, ich tu mal eben mit der Düngerei anfangen. Ja. Und da wir jetzt doch etwas Gülle haben, wollte ich jetzt ein Güllefass voll machen. Und ich habe das im LS15 tatsächlich noch nicht getan, Gülle fahren. Und ich dachte schon, jetzt kommt sowas wie, du willst qualitativ hochwertigen Content laden. Nein, laden höchstens, nicht hochladen. Gut. Herunterladen also, und als dein eigenes Gedankengut verkaufen, ne? Ja. Aber das ist ja eigentlich eh Pflicht, ne? Wenn man das so unter Ministern macht, ne? Ja. Ach, das geht auch anders? Weil die laden das ja nicht runter, die chippen das ja sogar noch ab. Das sind sowieso die Besten. Man kann es doch einfach kopieren, ne? Also, ne? Ich weiß gar nicht, wie breit ist denn so eine Arbeitsbreite bei einem Fliegelfass? 10 Meter? Höchstens, ne? Ja, kannst du nachgucken. Ich denke mal nicht viel mehr. Wir haben das Marshall, ne? Nee. Wir haben das Fliegel. Wir haben das Fliegel. Das Fliegel ist gar nicht mehr im Spiel, wenn ich das hier... Unter Güllefässer steht das nicht. Ja, das steht auch unter Mods. Ah, gefickt eingeschädelt. Ja, ja, ja. 10 Meter Arbeitsbreite, top. Was gut. Sag ich? Ja, das ist nun ein Viertel von der Spritze. Nein, nicht ganz. Ich find, weißt du, wo das Ding liegt, oder muss ich das neu erklären? Ach, ist alles top. Gut.
Also du findest es nicht. Also heißt, ich fahre gerade schon. Achso. Heißt, Guten ist ein kompetenter Mitarbeiter. So, was haben wir? Nein, das ist nur ein Fake. So, ich denke mal, du bist wieder auf Nullstand zurückgesetzt quasi. Schon lange. Würdest du es eventuell in Erwägung ziehen, zum Beispiel zu grubbern oder ähnliches? Weil da muss man noch nicht mal die Fruchtsorte umstellen beim Grubber, glaube ich. Also die anderen beiden Felder sind komplett fertig gegrubbert. Ah. Erstmal muss hier... ich muss mich an die fehlende Motorbremse gewöhnen. Fahren werden. Bin glaube ein bisschen im Scorn vom Nachbarn. Du hast hier nicht gerade ernsthaft einen T6 geschnappt, der fürs Grubbern benötigt wird, um damit einen Güllefass anzuhängen? Ja, aber das Güllefahren ist ja bei einem Fass in 2 Minuten erledigt und dann fahre ich wieder zurück zum Grubber. Gut. Klingt nach einem Plan, oder? Ich würde ganz gerne grubbern. Okay, ja, kannst du machen. Ja, weil da muss ich Fruchtzoll nicht umstellen. Das sagst du, das denkst du. Ja, insgeheim ist das nämlich ein Grubber mit Direktsaatfunktion, ne? Ja. Nein, nein, du musst halt nur eben einstellen vorher, was du grubbern möchtest, damit er auch grubbert. Ja. Du möchtest jetzt gerne Boden grubbern. Und du hast die Auswahl zwischen Gras, was gerade eingestellt ist, oder Boden. Oder Wasser. Oder es gibt einfach Tiefeneinstellungen. Was hältst du von der Idee? Nee, aber nicht mit O. Das gibt's aber nicht. Tiefeneinstellung. Sondern mit was? Boah, die Gülle-Animation ist ja mal pornös, ne? Magst du mal eben raus haben, dass ich mir das mal eben angucken darf? Warte, dann fahre ich noch eben die Reihe zu Ende, weil das sind nur noch wenige Meters. Und was ist leer? Oh, stimmt. Nein, Spaß. Nicht, dass der kleine Arti hier noch Angst hat. Nein, nein, Spaß, ist erst jetzt der leer. Kleine Artilein. Artileinchen. Der Artig. Yo, die ganze Scheiße auf die Hose, Mensch! Das sieht ja echt gut aus, Mensch. Hat was, ne? Lauf da weg, ich will ein Thumbnail machen. Bah! Verzieh dich! Müssen wir ein Thumbnail von vorne machen. Naja, geht auch. Gut. Ja. Wo kam denn auf einmal die Birke daher? Bin ich ja voll gegengerauscht. Wenn jetzt ist das Fass leer oder so. Aber macht schon Spaß mit dem Fass. Man sieht nicht so gut die Arbeitsbreite, aber das ist... Ja, in der Tat ist die Arbeitsbreite sehr, sehr schwer einzuschätzen. Oh. In der Tat. Also eigentlich alles genauso wie bei dem, Was ein Schumpnail. Bei dem Düngerstreuer. Schumpnail meinst du? Ja, ein Schumpnail. Ich immer so liebevoll mache. Machst du im Moment jede Folge ein anderes oder behältst du zwischendurch mal eins? Höchstens wenn ich, wenn es Viertel nach sieben ist und ich keine Thumbnails auf Lager habe, dann mache ich höchstens mal eins doppelt. Okay. Also quasi genau wie ich. Ja, genau. Und ich nehme halt immer dasselbe. Ja, du bist halt so ein Minimalist. Faules Stück Scheiße, ja. Ja, so kann man das nicht sagen. Doch. Man könnte auch ein dreckiges Stück Scheiße sagen, aber kein faules. Doch, faul auf jeden Fall. Faul ist irgendwie negativ behaftet. Dreckig aber nicht. Dreckig nicht, ne. Ja. Ne, aber doch, faul passt eigentlich schon. Also ja. Gülle fahren hat schon Bock gemacht. Hat. Betonung auf hat. Ja, dann weil war fast leer, Gülle, Tank leer, yes. Das hat sich ja gelohnt. Ja, Gülle ist einfach ein Dünger, der sehr viel Arbeit und sehr viel fahren darf, ne? Und sehr viel Stickstoff. Sehr viel Stickstoff. Ne, den braucht er aber nicht. Hat er gut für das Klima. Leider geil. Ja. Was meint er? Was habe ich für einen Kohlenstoffmonoxidgehalt in meinen Abgasen? 8. Auf einer Skala von 1 bis 100. 100. Also 1. 77. Nee. 66. Nee. Also Volumenanteil, ne? Volumen an was? Ich habe keine Ahnung, was normal wäre. Also die Unterkante, die gesetzlich ist, ist 0. So viel sei gesagt. Das haben dann wohl die Elektroautos.
Ach ja, genau. Nee, ja, hier Tesla, da steht ja vorne drauf. Grüne Plakette. Das Rohr. Ich weiß, aber ich hab gedacht, ich komme dann gleich vorbei. Ich hab gedacht, da komme ich dran vorbei. Das war mir klar, weil du einfach an dem Baum dran vorbeifahren konntest, ohne einzuschlenken und trotzdem war da irgendwie noch so eine. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal. Ich bin Profi und Optionist manchmal. Optionist? Ja. Manchmal auch Auktionist. Und nein, ich klapp da drüber nicht ein. Das bleibt alles so, wie es ist. Man lässt sich doch nichts dran rütteln. Ja. Und da wird sich auch nichts dran gerüttelt. Nee. Boah, ich finde die schwächere Motorbremse gerade echt genial. Okay. Man muss sich dran gewöhnen, aber es ist schon geil, wenn du vom Gas gehst und dann noch 50 Meter rollt. Ja, ach, wobei, so ein großer Diesel, der drückt doch ganz gut gegen an, Mensch. Na, aber der macht ja keine Drehzahl, der geht mir ja über das Schwungrad. Ich weiß gar nicht, hat so ein Teil überhaupt ein Schwungrad? Sollte man davon ausgehen. Ist davon auszugehen, ja. Ja, eigentlich schon. Normal ja, schon. Also, ne? Ja, so bei der Kupplung, ne? Ja, ne? Also, der ist doch kupplungsfrei, Mensch. Ja, ist ein Vario, ne? Direktantrieb, der Motor ist an die Achse gelötet. ja, gut, möchtest du jetzt nochmal grubbern? Ach, du grubberst schon. Ach so, okay. Du kannst aber gerne auch grubbern, dann hast du nämlich deine Komplikationen nicht. Meine Complications? Ja. Aber Complications, ich habe schon Complications, wenn ich an morgen denke. Oh, deine Klausur. Ja, aber in so der Tat. Schwer wird es auch soweit normalerweise nicht, das ist Physik, nee, das muss doch spielen. Vor allem ja, momentan gehen. Haben wir ja eine Ersatzlehrerin, weil mein eigentlicher Physiklehrer, der immer so ein ordentliches Brett vorgelegt hat bei den Klausuren. Ich sprich, ihr kriegt jetzt eher so die Light-Version. Genau, die Light-Version. Mehr so die mit Samthandschuhen angefasst Version. Genau, die Frauenversion quasi. Oder die, ich hatte eigentlich gar nicht vor, was dafür zu machen, Version. Doch, ich habe tatsächlich was dafür gemacht. Ich habe mir alles noch einmal angeguckt und habe das Ganze für einfach befunden. Das denke ich meistens auch. Alter, sind die Aufgaben im Buch einfach. Nach ein, zwei Stück. Gut, mach's jetzt noch weiter. Dann fragt mich meistens irgendjemand von meinen Kollegen so nach ihren schwereren Nummer, die ich dann meistens auf Anhieb erstmal nicht verstehe. Und dann sitze ich am nächsten Tag in der Klausur und denke mir, das im Buch hast du irgendwie alles verstanden. Warum das jetzt nicht? Obwohl, eigentlich in letzter Zeit ging es wieder. Also. Ja, nee, auf jeden Fall waren wir jetzt momentan die Light-Version, weil unser Lehrer ja leider mit Bandscheibenvorfall zu Hause liegt. Vom ganzen schweren körperlichen Arbeiten, ne? Ja, vom sehr Großsein einfach. Also. Der ist auch so ein. Ah, der ist nicht ganz so groß wie ich, aber er ist auch schon groß. Also, eine halbe Arktik. Ah, ein bisschen mehr. Also schon so ein 3¼. Ja, 3¼. Also 1¾. Nee, also nee. 3¼ Arktik. Das wäre groß. Ja, ja. Da brauchst du keinen Leiterwagen mehr, wenn du deinen Christbaum schmückst. Das ist ja quasi wie der Massivmais. Ist so ungefähr. Eigentlich krass, wie groß du dann wirst. Krass. Eigentlich krass, ja. Oh, eigentlich krass. Was konkret, Alter? Nee, einfach nur krass. Ach, du eventuell krass sind wir gleich pleite. Ja, gehört dazu. Weil ich jetzt doch ein wenig mal auftanken werde. Wofür? Bitte? Jo. War leer die Kiste. Fährst du ja durch die Kiste. Gegend. Ich paar Leerfahrten. Naja, dann fahr weiter mit der Kiste in leer. Das geht doch gar nicht. Allein ja, schon wegen der Optik, das muss ja nur gut aussehen. Genau, das muss ja gar nicht gedüngt werden, das muss nur so aussehen. Und dann kommt nicht der die Chef schöne Animation, Mensch. Brauchst du der nicht, Chef, du musst einfach... Der Chef muss dich ja nur mit dem Ding wegfahren sehen, auf dem Acker beobachtet er dich ja nicht. Es reicht, wenn man mit dem Ding einmal am Feld dran vorbei fährt, wo ist denn der Düngertrigger? Ja, also eigentlich kannst du sogar von außerhalb der Wand betanken. Ansonsten einfach schön rückwärts da reindrücken, ne? Kennst du? Ach, meinst du da, wo eigentlich auch Saatgut ist? Ja, genau. Ja, exakt. Zack, da ist es.
In der Tat. Du kannst sogar von außen durchs Fenster quasi, weißt du, dann steht einer drin und der schippt dir das dann da oben rein. Also bei mir steht gerade einer, der schippt die voll und gleichzeitig bin ich so cool und mach die Tür voll, aber der schippt trotzdem noch. Zu, nicht voll. Die Tür voll, ja. Ja, aber eigentlich wollte ich nur sagen, dass der Part voll ist für heute. Ach, Mensch. Glaube ich dir nicht. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Oh, genau. Kann man so stehen lassen, muss man nicht, kann man aber. Ja. Und damit wir hier nicht weiter so dumm rumstehen bleiben, beenden wir einfach mal lieber den Part, oder? Ja, ne? Ja, ne? Tschüss. Tschüss.